Da haben wir unser Lager. Das bisschen kaputte, tote Äste, die wir noch abgebrochen haben, so vor die Baumarbeit. Die Brettel waren Treibgut vom Wasser drunten. Da werden wir dann später das Feuer vorbereiten. Das ist unser Lager. Und jetzt zeige ich euch einmal die drei taffen Damen, die sich das Wetter ausgesucht haben zum Survival Training. Spaß beim Zuschauen, Sepp, wenn dann weg. Gell? Grabstock gemacht. Wir machen mal eine Seite fertig. Bei der Nässe ist das Anschauungsunterricht genug. Klar, müssen wir links und rechts 30 cm circa eindecken. Sehr nett, danke. Schaut super aus. Und immer wieder schauen, dass diesen Glut. Bravo, bravo, bravo. Super. Perfekt. Und auf Video. Ist schon da. Sehr gut, sehr gut. Passt schon. Super. Okay. Sehr gut gemacht. Ja, man muss. Steige muss passen. Ja. Hast du fein gemacht? Selber probieren. Unsere Cave Woman, ne? Oh, die Eva hat Asbestfinger. Huh? Genau, und veränderst einfach den. Ja, super, super. Ja, schaut mal, geil, oder? Also richtig tolle Funken. Perfekt. Passt, danke. Bisschen schräg nach oben halten, genau. Können wir es schon austreten, bitte, Eva? Super. Ist zwar alles super Regen nass, aber was der. Bravo. Sehr gut, Valerie. Super gemacht. Also, super schon Anreiz, gell? War ich die erste, gell? Nein, wie auch gemacht, weil die Monika nochmal gegangen ist. Kopf weg dran, dir Flucht holen und gleichmäßig engeren Streu. Ja, genau. Und nicht erschrecken, wenn die Flammen, das tut noch nicht irgendwie weh. Ja, genau. So sind sicher aufs Räuchern, ja, drauf gekommen. Weißt du? Bravo. Jetzt holst du das nach oben, bitte. Juhu. Super. So bleibt. Genau, gehst nochmal rund um den Dom. Hab's aber schon sehr gut gemacht, das Tempo war super. Spindel gerettet, sehr gut. Gut gemacht, aber das Prüfer schaut schon sehr gut aus. Da siehst du auch die Unterschiede, das Braune da vorne. Das heißt, es war am Anfang zu viel Druck da, nur zu wenig Hitze. Je dunkler es wird, umso mehr Hitze hat sich durch die Reibung ergeben. Und ja, wenn es tief schwarz ist, hat es auch die Chance, sich zu entzünden. Schon gleichmäßig richtig Gas geben. Ja, ein bisschen mehr Druck. Weniger. Mehr Druck. Mehr Druck. Ganz langsam aufhören. Spindel nach oben ganz langsam weghalten. Ganz vorsichtig vom Boden gehen. Die riesen Glut an. Magst du es da anpassen, Eva? Mhm. Und zwar nimmst du dieses Bündel da, gell?
vorsichtig sein, weil schaut, jetzt haben wir, und ich tue das auf das Ding auf, das ganz langsam, wir haben keine Eile, das brennt 10 Minuten lang. Irland, ganz vorsichtig zuschließen, das ist natürlich viel filigraner als wie ein Glutstück, gell? Komm's mit, Mädels. Solange die Glut noch da ist, haben wir eine Chance. Mehr Zahndruck, ein bisschen Überkopf halten, dass die Wärme nach oben steigt und nicht Angst haben vor die Finger wegen die ersten Flammen, das so schnell verbrennt man sie nicht. Das sind ja nicht unsere Finger. Super, genau. Schön geduldig weiter dranbleiben, geht hundertprozentig. Geil. Ja, ja, ein bisschen umgreifen, hast du gleich schön Zeit. Dann traust du ein bisschen. Ja, genau. Feuer, Flammen sind da. Bravo. Meine, gratuliere, Dame. Gratuliere. Jetzt packst du auf, mal nichts mehr, ne? Meine Hochachtung. Super, ob sie das macht. Nein, echt. Also ich habe oft, weißt du, ich habe 10, 12 Kerl im Kurs und wenn 2, 3 so eine Feier zusammen, der Boden ist beieinander. Das weiß man, das ist einfach so. Aber jetzt habe ich es wirklich super durchgezogen. Wow, wow, wow. Und wenn ihr dünn genug seid, ihr, ne? Dann könnt ihr es einfach nur 2-3 Mal umdrehen, bis man merkt, dass es ein bisschen fester wird. Und dann ist das Brot eigentlich fertig. So Leute, wir packen wieder zusammen. Sagst du das, was wir ausgemacht haben? Hat es euch ein bisschen gefallen? Besser. Guter Input. Ja. Ja, mir hat es super Tag mit euch, also sensationell. Ich bin so froh, wenn ein bisschen mehr Frauen in das ganze Zeug dazukommen, weil weißt du, so Männer allein im Wald, das hat aber so ein bisschen einen komischen Abklatsch. Aber ihr wart wundervoll und ja, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal wieder. Ne? Danke, danke auch. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Sepp Wald und Werk für dich. Geht's aus, ciao, servus. Gut, ich störe mich da in der Mitte eine.